weil ich bringe mich ja, wenn auch nur in stilisierter Form, teilweise symbolisch in Lebensgefahr auch. Unabhängig auch, wobei das ja auch eine reale Gefahr ist, wenn du mit dem brennenden Magnesium an den Stelzen, weißt du, die ist instabile, die Balance, und du hast die dran und du machst dich lang und setzt dich da rein, du hast sofort schwerste Verbrennung dritten Grades. Es ist ja, bleibt ja eben auch ein akrobatisches Ding. Und bei vielen hört der Spaß da auf. Viele Comedy-Leute oder so, die mit Stelzen laufen, mit Toppers, womit sowieso sehr viele laufen können, weil die eine breite Standfläche haben. Ich sage ja generell eher schon mal eine Form, eine Kunstform eben auch, mit diesem Punkt Stelzen zu laufen. Und dann eben aber auch dieses Ausschließliche durch die Gefahr, in dem du Pyrotechnik unten dran hast, wo du nicht drankommen darfst. Weil darüber ist klar, ich darf gar nicht fallen. Das erhöht also noch den Leistungsdruck an die Balance, an die akrobatische Leistung. Damit kicke ich mich nochmal zusätzlich, dass ich sage, so passiert mir eventuell ein ätzender Unfall, habe ich eventuell einen ätzenden Bruch, wenn ich mich lang mache. Aber mit der Pyrotechnik unten dran ist das ja noch viel krasser. Ist das psychologisch auf jeden Fall schon existenzbedrohlich. Du weißt, wenn du hinfällst, ist Bedrohung der Existenz. Und ich bin dadurch natürlich auch vom psychologischen teilweise in einem existenzbedrohten Zustand während der Handlung. Und das in gelenkter Form so zu setzen, dass das diese extreme Stimmung, in der man sich befindet, der künstlerischen Darstellung dient. Das ist im Grunde das, was ich damit beabsichtige. Und es ist sehr schwierig, da eben auch die richtige Balance zu halten. Ne? Das ist eigentlich eine Sache, die auch immer wieder neu abgesteckt werden muss. Weil wenn du eine Performance machst, kannst du das währenddessen nicht abstecken. Ne? Dann wirst du ein Kind dieser Stimmung eben auch, die du selber vorweg inszeniert hast. Ne? Normalen Stelzenakrobaten, das ist erstmal die Höhe. Der weiß, die Leute finden das toll, der ist jetzt hoch, das Akrobatik aus der hohen Staunen. Ne? Darin besteht die Unterhaltung. Das ist schon der Inhalt. Und bei mir ist das überhaupt nur der Ausgangspunkt. Also kurz gesagt, das setze ich als selbstverständlich voraus, dass die Leute dann erstmal abgefahren finden, die Höhe. Aber so hoch bin ich gar nicht, sondern ich benutze die Stelzen für andere Zwecke. Ich benutze die auch als Krücken. Im Kontext von Selbstbezichtigung werden Krücken zum Beispiel zu Stelzen zu Krücken und Requisiten zu Handicaps. Ne? Also Sachen, die durch den Umgang damit nicht der Handlung dienen, dass die alle sagen, boah, guck mal, wie toll, ne, wie der damit jongliert oder so, sondern ich die Requisiten so verwende, dass die mich behindern, dass die mich im Grunde behindern oder mich alt aussehen lassen. Wie zum Beispiel diesen Hut, ne, wo der Bömmel mir immer auf mein gesundes Auge schlägt. Ne? Bin auf dem rechten Auge fast blind. So, dass durch diese Unsicherheit, weiß ich, bin auf dem rechten Auge eingeschränkt, und dann haut mir dieser Bömmel von diesem Hut immer auf das gesunde Auge. Das macht mich aggressiv im Übrigen, ne? Dieses Oberlehrermäßige, da kriege ich auch so was Überhebliches, Aggressives, weil ich so eingehandicapt bin, ne? Dann haut mir das immer da drauf und das forciere ich ganz gezielt. Das sind kleine Schläge, die haue ich mir selber, die verabschläge ich mir selber ins Gesicht, indem der Bommel von der Mütze mir immer ins Gesicht reinhaut, ne? Und das macht mich aggressiv. Das bringt mich in die richtige Stimmung, in die provokative Stimmung. Dann, um den Job dann gut zu machen, ne? Und Requisiten zum Beispiel habe ich teilweise so schon forciert, dass ich da Sachen drauf aufgebaut habe und dann war da irgendwo ein Mechanismus, wo ich genau wusste, das bricht an der Stelle ein, wenn du dich da drauf lehnst.
Und dann habe ich da im Grunde was inszeniert und dann habe ich mich da drauf gelehnt und dann ist das zusammengekracht. So, dann bin ich da so reingefallen. Ne? Und das ist ja so peinlich. Guck mal, das hat nicht geklappt. Und die Leute, ah, guck mal, das klappt gar nicht so. Und weil das klappt ja in dem Moment. Ne? Das klappt ja in dem Moment, aber die Leute wussten eben, allein mit dem Mechanismus zu spielen, was heißt denn, es klappt etwas und es klappt etwas nicht? Was ist denn Klappen? Was ist denn, ob eine Sache funktioniert oder nicht? Ist doch mal eine interessante Frage. Da sind wir wieder bei den Fragestellungen, ne? Leuten zu fragen. Ich dann sage nach, dann kommen dann Leute provokant an, so gehässig, ne? Das hat nicht geklappt, ne? Nachher, und ich, was hat nicht geklappt dann so, ne? Bitte, was hat nicht geklappt? Ja, da an der einen Stelle, da hast du doch da mal aufgebaut, da hat man aber gesehen, wie du da plötzlich abgerutscht bist da und da mit dem Arm da rein, ne? Ich aber sage, wie? Das war so geplant. Ja, ja, das würde ich nachher auch sagen und so, ne? Und dann gehst du an die Requisite und dann zeigst du den Leuten das und dann sehen, hör mal, tickst du eigentlich noch ganz richtig? Du baust dir deine Falle auch noch und weißt du so und verstehen das dann nicht. Warum? Verstehe nicht warum. Im Grunde ist das symbolisch, übernehme ich symbolisch das sogenannte Schlechtwegkommen, den Fauxpas. Den erkläre ich im Grunde da zur Kunstform auch, ne? Den Fauxpas. Und ich übernehme die Fauxpas auch für die anderen Menschen, für die das so schlimm ist. Ne? Könnte man auch so ausdrücken. Ich opfer mich im Grunde noch. Ich bin so ein Fauxpas, so ein Fauxpas-Sündenbock. Ne? Also die Leute können im Grunde ihre Vermeidungsängste, ihre Fauxpas, ihre Angst zu versagen, ihre Versagensängste, peinliche Aufgipfelungen und so, das können die auf mich alles abladen. Weil da wissen sie ganz genau, wie schlimm das ist. Dann können sie bei mir wieder ihre Bestätigung dafür haben, oh Gottes Willen, ne? Und schämen sich. Ne? Und ich als absolut tabu- und schamloser Mensch, ne, freue mich dann, weil du tust für die Leute was. Die erkennen das, die wissen wieder ganz genau. Die haben diese Situation der Beschämung, des Fauxpas, der wahnsinnigen Peinlichkeit, der Selbstbezichtigung erfahren, aber in kontrollierter Form bei jemand anders. Da können sie dann wieder drauf zeigen und sagen, bah, guck mal, ist das nicht unangenehm? Und selber ist es ist nicht selbst passiert, es ist gelenkt, es ist vorgekommen, aber gelenkt und bei jemand anders. Also so Schadenfreude ist ja auch eine große Freude, nicht? Ich partizipiere natürlich auch von der Schadenfreude der Leute. Ne? Und, aber in dem Falle haben sie dann ganz klar, oh, so ist das, wenn das, oh, so, oh, boah, gut, dass ich nicht in dessen Lage bin. Gut, dass ich nicht in dessen Situation bin, um Gottes Willen. Ne? So, und ja, das ist im Grunde so gesehen auch nicht nur eine künstlerische Darstellung, sondern ganz konkret eine Dienstleistung. Ne? Eine Dienstleistung.